Ja, schönen guten Abend auch von mir nochmal. Mein Name ist Cordula Eubel. Ich arbeite im Hauptstadtbüro des Tagesspiegel und beobachte dort die Grünen. Ich freue mich sehr, jetzt in der nächsten Stunde mit Ihnen nochmal einen Blick in die Geschichte zu werfen. 40 Jahre Grüne und 30 Jahre Bündnisgrüne Geschichte in diesem Land. Und nochmal zu schauen, auch wie haben die Grünen eigentlich, Bündnis 90, die Grünen dieses Land verändert. Aber auch vielleicht, wie die Geschichte dieses Landes oder dieses Land die Grünen geprägt und verändert hat. Und ich freue mich sehr, dass hier auf dem Podium in der Heinrich-Böll-Stiftung vor Ort neben mir sitzen Marianne Birtler, Bürgerrechtlerin. Sie war Sprecherin von Bündnis 90 in der letzten DDR-Volkskammer, Ministerin in Brandenburg, Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, wobei damals, auch das zeigt die Veränderung der Partei, vielleicht hieß es noch nicht Vorsitzende, sondern Sprecherin, korrekterweise, und später auch längere Zeit Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen Lukas Beckmann, Gründungsmitglied der Grünen, erster Bundesgeschäftsführer der Partei. In diesen Räumen hier vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Er war Gründungsgeschäftsführer der Böll-Stiftung, lange Jahre Geschäftsführer der Grünen im Bundestag und, auch das habe ich unterschlagen, auch mal kurze Zeit Sprecher, allerdings noch vor der Bündnis 90-Zeit der Grünen. Eigentlich hätte jetzt heute Abend hier auf dem Podium direkt sitzen sollen Muhterem Aras. Sie sitzt jetzt quasi auf einer schönen Staffelei mit Bildschirm hier an der Seite auch bei uns, ist zugeschaltet aus Stuttgart, wo heute noch Landtagssitzung war nach den Corona-Beschlüssen, deshalb leider nicht hier vor Ort. Ich freue mich aber sehr, dass sie heute Abend mit uns diskutiert. Muhterem Aras ist seit Mai 2016 Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Sitzt seit 2011 dort für die Grünen, für den Wahlkreis Stuttgart 1 im Landtag, war Stimmenkönigin, nicht nur der Grünen, sondern bei der letzten Wahl auch insgesamt, ist gelernte Steuerberaterin. Ich freue mich, und Unternehmerin nach wie vor, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier auch zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Ich will noch mal kurz zu Beginn, bevor wir in die Diskussion einsteigen, darauf hinweisen, es ist ja schon mehrfach darauf gewiesen worden, auf die Möglichkeit zu kommentieren, Fragen zu stellen. Wir wollen Ihnen draußen an den Bildschirmen auch die Gelegenheit geben, sich mit Fragen in diese Veranstaltung vor Ort zumindest einzuklinken gegen Ende der Diskussion. Das ist über Twitter möglich und über die Chatfunktion im YouTube-Livestream. Da können Sie gerne auch Fragen stellen und wir versuchen das dann gegen Ende der Diskussion auch zu berücksichtigen. Ich würde gerne starten nochmal mit einem Blick ganz an die Anfänge der Grünen, wenn wir uns mit der Geschichte der Grünen beschäftigen. Lukas Beckmann, Sie haben vor 40 Jahren die Grünen in Westdeutschland mitgegründet, die ja aus den sozialen Bewegungen der Umweltfriedens-, Frauenbewegung hervorgegangen ist, sich zusammengefunden hat. Damals, wie Petra Kelly, mit der Sie im Europawahlkampf auch durch Deutschland getourt sind, die es als Antiparteienpartei beschrieben hat. Sie waren bei diesem Parteitag vor gut 40 Jahren inzwischen, Anfang Januar 1980 in Karlsruhe dabei. Hätten Sie sich damals eigentlich vorstellen können, dass die Grünen mal ihren 40. Geburtstag feiern werden? Ja. Ja, trotz des Chaos auf diesem Parteitag? Ja, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Also natürlich war das damals nicht einfach, dieses breite Bündnis, was es ja waren, an sozialen Bewegungen zusammenzuhalten. Aber was uns klar war, ist, dass dahinter eine Idee steckt, die uns antreibt und die überleben wird. Völlig unabhängig davon, wie chaotisch wir sind. Wenn Sie heute zurück in die Geschichte, was war der wichtigste Verdienst oder wo haben die Grünen das Land am meisten verändert, geprägt? Das sind für mich zwei Punkte. Am Anfang, also der Gründungsimpuls der Grünen ist ein ökologischer, ein sozialökologischer Impuls. Also die Frage der Verbindung von Natur und Mensch stand einfach im Vordergrund.
Aber schon in den Anfangsjahren kam für mich ein zweiter wesentlicher Punkt hinzu, und das ist die Frauenfrage. Ich glaube, dass in diesen beiden Bereichen die Grünen am meisten verändert haben. Mhm. Frau Arras, Sie machen Politik in einem Bundesland, in dem die Grünen seit fast 10 Jahren mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten stellen, der es dann ja doch noch zu hervorgehobener Position gebracht hat, wie der Kollege Banners gerade schon anmerkte in dem Gespräch vor uns. Wenn Sie zurückgucken und sich die grüne Partei in Baden-Württemberg jetzt angucken, was ist von den rebellischen Grünen von damals geblieben, und wie würden Sie die Aufgabe oder auch die Rolle Ihrer Partei heute beschreiben? Naja, ich finde es entscheidend, dass die Grünen letztendlich, natürlich sind sie aus der Bürgerbewegung, aus der Protestbewegung entstanden, haben diese Stimme in die Parlamente gebracht, übernehmen inzwischen in vielen Landesparlamenten Verantwortung. Das verändert eine Partei logischerweise, und das verändert die Partei deshalb, weil man eine andere Perspektive hat. Und ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg, aber auch an anderen Landesparlamenten, wo die Grünen beteiligt sind, das sieht man, dass wir mit dazu beigetragen haben, dass die Themen, die uns wichtig waren, und Lukas hat ja genannt, was in der DNA der Grünen steckt, nämlich Umwelt und auch die Frauenthemen, waren ja die Themen, aus der die Grünen letztendlich entstanden sind. Das sind doch die Themen, die heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Klimaschutz ist eines der zentralen Themen, die unsere Gesellschaft bewegt. Insofern ist es vielleicht, haben wir uns natürlich auch optisch verändert, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich die ersten Parteitage, die Bilder anschaue, ich selber war nicht dabei, aber wenn man sich die Bilder anschaut, wir haben uns verändert. Aber ich finde, wir haben die Gesellschaft in eine positive Entwicklung, in eine positive Richtung weiterentwickelt, nicht nur in den Umwelt- und Frauenthemen, sondern auch für die Themen zum Beispiel Einwanderung, finde ich ganz entscheidend, was die Grünen dort gemacht haben. Insofern sind wir vielleicht in der Art anders, weil wir auch regieren, weil wir Verantwortung übernommen haben. Aber unsere Themen sind nicht weniger wichtig als damals. Und ich bin froh, dass wir regieren, dass wir gestalten können. Frau Birtler, Sie waren Anfang diesen Jahres, als man noch ein bisschen unbeschwerter feiern konnte, zur Geburtstagsfeier auch in Berlin-Weißensee, zur grünen Geburtstagsfeier. Dort war auch ein besonderer Gastredner, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der hat dort nochmal die doppelte Integrationsleistung der Grünen gewürdigt. Einerseits das, was wir schon hatten, dieses Zusammenbringen der neuen sozialen Bewegungen im Westen, Ende der 70er, Anfang der 80er, zu einer Partei. Aber er hat auch gewürdigt das Zusammenwachsen von Bürgerrechtsbewegung und Grüner Partei. Ich darf mal zitieren, er sagt, das ist ein unschätzbarer Beitrag zur deutschen Einheit, und das Erbe der friedlichen Revolution habe auch dank der Grünen einen festen Ort in der deutschen Parteienwelt. Hatten Sie den Eindruck, wenn Sie an diese Anfänge zurückdenken, als Sie auf die Westgrünen stießen, dass die das damals schon kapiert haben? Ich erzähle ja gerne die Erfolgsgeschichten und freue mich auch, wenn das so gesehen wird. Aber ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir das Ganze nicht romantisieren und in so einer rosaroten Brille sehen, die Geschichte. Es war ein sehr schwerer Weg, dieses Zusammenwachsen. Damit war zuerst gar nicht zu rechnen, weil wir hatten ja ganz ähnliche Themen. Also die Opposition in der DDR bestand aus Ökogruppen, aus Dritte Weltgruppen, aus Frauengruppen, aus also alle diese Themen, die auch die Grünen betrieben. Das legte so die gefährliche Schlussfolgerung nahe, na, wir passen doch wunderbar zusammen. Aber es gab eben einen auf den ersten Blick gar nicht so sichtbaren, eine Kluft geradezu. Uns allen, diesen ganzen Gruppen, war gemeinsam, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, dass uns einte die Sehnsucht nach Freiheit, nach Rechtsstaat und nach Demokratie.
Und das merkten wir erst so ganz allmählich, dass die Grünen damals, vor 30 Jahren, keineswegs einmütig das als ganz zentrale Werte der Politik angesehen haben. Also ich will ein kleines Beispiel erzählen. Joachim Gauck erzählte mir das, dass er irgendwie in Anfang der 90er in Bayern eingeladen war, einen Vortrag gehalten hat und auf Einladung der Grünen. Und danach nahm ihn einer der Gastgeber zur Seite und sagte, war eine tolle Rede, Joachim, weißt du, aber das mit der Freiheit, das lass mal, das macht bei uns die CSU. Ne? Also, und das war, also ich merkte oft, dass an solchen Begriffen dann immer man stutzte oder schwieg oder so. Und das, deswegen würde ich sagen, nachträglich, dass die Westgrünen in dieser Zeit seitdem mindestens so viel gelernt haben, auch lernen mussten, wie wir im Osten. Das klingt erstmal ungewöhnlich, weil man immer sagt, der Osten musste dazulernen. Also zumindest für die Westgrünen galt, die mussten das auch. Und am Anfang war ja die Rede von dem heilsamen Rausschmiss aus dem Bundestag. Das ist auch, ich sehe das auch tatsächlich so, dadurch, dass die kleine Gruppe, die ein bisschen abgewertet fand in dem, was Herr Banners vorhin sagte. Ich finde, die haben schon ganz wichtige neue Pflöcke in die Erde geschlagen, insbesondere außenpolitisch und auch was demokratiepolitische Dinge betraf. Also das trägt ja bis heute noch Spuren. Und die große Veränderung bei den Grünen im Westen war auch eine Veränderung auf dieses Politikverständnis hin. Und das war natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Übrigens in Ost und West, wir haben unglaublich viele Leute verloren. Eigentlich reizt es mal zu einem eigenen Abend. Ne? Bei den einen war man ganz froh, dass sie dann endlich weg waren. Ja? Aber bei den anderen finde ich das bis heute schade, dass wir die verloren haben. Und das hat damit zu tun, dass natürlich auf diese neue Partei ebenso wie auf diese Bürgerbewegung im Osten unglaubliche Hoffnung gerichtet haben. Und dann gab es auch unglaubliche Enttäuschungen, weil sich diese Hoffnung nicht erfüllten. Die einen wollten die Grünen instrumentalisieren. Also ich denke an die ganzen Leute aus den K-Gruppen, die dachten natürlich, jetzt haben wir endlich so ein politisches Gefäß, wo wir dann drin unsere Politik verwirklichen können. Und bei uns im Osten war das ja ganz ähnlich. Jetzt will ich noch mal ganz schnell was sagen zum Bündnis, zu dem Namen Bündnis 90, weil davon vorhin die Rede war, das war ja gar nicht von Anfang an ein Parteienname. Wir waren drei Gruppen, Neues Forum, Initiative Frieden und Menschenrechte und Demokratie und jetzt. Und die Revolution war erst ein paar Monate her und dann fiel die Mauer und dann mussten wir entscheiden, wer kandidiert. Das war alles wirklich atemberaubend. Wir lebten in so einem Zeitraffer. Und irgendwann sagte die Agentur, überhaupt Agentur, war uns sehr fremd. Wozu braucht man eine Agentur, wenn man freie Wahlen macht. Das hatte uns ja nie einer erzählt. Ne? Und diese Agentur sagte denn, ihr braucht einen Namen. Ihr könnt nicht auf den Wahlzettel schreiben, IFM, DJ und NF. Okay, dann haben wir lange diskutiert und dann war ein Vorschlag war Bürger für Bürger. Fanden wir toll, aber ein paar von uns hatten inzwischen doch gelernt in den letzten Monaten, dass die Bürgerinnen da wegfallen. Das geht auch nicht. Also davon mussten wir uns auch verabschieden. Also Bürger für Bürgerinnen und so oder umgekehrt geht nicht. Und dann sagte irgendeiner, es ist nicht mehr festzustellen, wer, dann nehmen wir doch Bündnis 90. Wir haben das Jahr 90 und Bündnis. Und dann eine Partei wurde das erst mehr als ein Jahr später. Und so ist das dann gekommen. Also insofern ist das aus einem echten Bündnis entstanden, dieser Parteiname. 90 stand da gar nicht im Vordergrund. Und wenn heute Robert Habeck sagt, wir wollen eine Bündnispartei sein, sage ich, na prima. Dann haben wir wieder ein Stück von den Anfängen drin, dass unterschiedliche Gruppierungen miteinander versuchen, was zustande zu kriegen. Vielleicht da noch mal ganz kurz nachgefragt, wo Sie schon bei den Namen sind. Bei Bündnis 90/die Grünen fällt ja ehrlicherweise nicht nur bei mir und meinen Journalistinnen und Journalistenkollegen das Bündnis 90 öfter mal weg, weil das so sperrig ist, sondern auch bei vielen anderen, die über die Grünen reden und dann nur von den Grünen reden. Ich sage Ihnen, das registrieren wir. Ja, ja. Und, aber ich sag, Sie haben ja auf dieser Geburtstagsfeier auch angeregt, nochmal über eine Umbenennung in Bündnisgrüne nachzudenken. Ich hatte den Eindruck, dass Annalena Baerbock und Robert
Robert Habeck diesen Gedanken sehr spannend fanden. Das haben wir ja auch aufgegriffen und jetzt wieder fallen lassen. Diesen Begriff gibt es ja auch längst, weil sehr viele Journalisten auch inzwischen von den Bündnisgrünen sprechen und nicht nur von den Grünen. Jedenfalls, wenn sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Also das ist schon da und ich würde mich freuen, wenn dieser Name, weil er ja auch ein Bestandteil unserer Geschichte ist, auf diese Weise erhalten bleibt. Ich finde das gut, weil es eben auch Programm ist. Herr Beckmann, wir hatten den heilsamen Schock, wie Ellen Überscher ihn genannt hat. Sie können sich sicher auch noch gut an diese erste gesamtdeutsche Bundestagswahl 1990 erinnern. Die legendären Plakate der Grünen, alle reden vom Deutschland, wir reden vom Wetter. Die Folge war, dass die Westgrünen an der 5%-Hürde scheiterten. Genau, und im Wahlgebiet Ost zogen diese acht Abgeordneten der Listenverbindung ins Parlament ein. Sie sind damals parlamentarischer Geschäftsführer geworden. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell so hieß, weil es war ja Bundestagsgruppe. Wenn Sie sich diese Zeit angucken, Herr Banners sprach vorhin von interessanten Exoten. Ich würde annehmen, dass Sie diesen acht Abgeordneten auch in Ihrem Einfluss auf die Gesamtpartei, in Ihrer Veränderung auf die Gesamtpartei, einen größeren Einfluss vielleicht beimessen würden. Sind die Grünen auch ein Stück weit erwachsener geworden? Also ich glaube, eine Fähigkeit der Grünen, die sich durchzieht und die sich auch 89, 90, 91 gezeigt hat, ist einfach, dass wir in der Lage sind, erfolgreich zu scheitern. Also aus dem Scheitern auch zu lernen. Und die Bundestagsgruppe, da teile ich die Ansicht von Marianne Bettler, die Bundestagsgruppe ist in ihrer Bedeutung, für den Vereinigungsprozess bisher weit unterschätzt. Also in der Bundestagsgruppe waren wirklich also große Persönlichkeiten wie Werner Schulz, Konrad Weiß, Ingrid Köppe, Wolfgang Ullmann, die nicht nur sehr gute Bundestagsreden gehalten haben, die nicht nur ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu angeregt haben, gute sozusagen parlamentarische Initiativen zu machen, sondern die auch auf den Assoziationsprozess, auf den Vereinigungsprozess von Bündnis 90 und die Grünen einen fundamentalen Einfluss hatten. Ohne die Bundestagsgruppe wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Man darf nicht unterschätzen, dass wir bei einem entscheidenden Parteitag ja nicht nur die Frage hatten, ob wir als Grüne mit dem Bündnis 90 zusammengehen, also mit den Bürgerrechtlerinnen, sondern es stand ja auch der Antrag im Raum, ob wir ein Bündnis mit der PDS eingehen. Und wir hatten damals einen Parteivorsitzenden, der es bevorzugt hätte, dass wir mit der PDS zusammengehen. Insofern, sozusagen, und er war der unmittelbare Verhandlungspartner, der unmittelbare Gesprächspartner für die Bündnisverhandlungen. Und da bedurfte es schon einiges. Ich erinnere mich an eine Tagung, die wir hatten zur deutsch-deutschen Frage. Sie fand in Saarbrücken statt, also möglichst weit weg vom Osten, weil man möglichst emotionsfrei diskutieren wollte. Und ich bin damals dahin gefahren mit einigen Menschen von der Bürgerrechtsbewegung. Die flogen nach Bonn. Wir sind mit dem Auto weitergefahren nach Saarbrücken. Und die waren da eine Viertelstunde drin, kamen zu mir und sagten, sag mal, Lukas, die reden hier ja wie bei uns. Und das war, und das bestätigt nur das, was Marianne sagt, auch wenn wir uns in den allgemeinen Zielen eher vertraut waren, war die Sprache und die kulturelle Prägung sehr, sehr unterschiedlich. Und auch in dieser Phase war Einheit in der Vielfalt ein Gebot der Stunde. Das heißt, sich immer wieder darüber im Klaren zu sein, was verbindet uns, also wo sind wir uns einig, aber wo brauchen wir auch die nötige Vielfalt und die notwendige Freiheit, um uns in den einzelnen Bereichen, wo wir uns nicht einig sind, gemeinsam weiterentwickeln und aufeinander zubewegen zu können.
Ich fand das schockierend, wenn ich das mal sagen darf. Ich war ja dann ab 1993, also als die gemeinsame Partei gegründet worden war, im Bundesvorstand zusammen mit Ludger Vollmer, von dem eben die Rede war. Und diese politische Kultur hat mich wirklich richtig krank gemacht. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich war ja vorher in der Brandenburger Landesregierung im Kabinett mit drei Parteien. Es war alles gar nicht so einfach, aber da wurde offen diskutiert, offen gestritten, vertagt, weiter gestritten. Und in diesem Bundesvorstand lief das so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, also ich finde, wir sollten uns mal mit der Abschaffung der Wehrpflicht beschäftigen. Da war Schweigen. Dann hat einer gesagt, das vertagen wir mal. Und beim nächsten Mal, als ich das wieder aufgriff, waren alle dagegen. Da ist hinter den Kulissen dafür gesorgt worden, dass dieser Gedanke überhaupt keine Chance hat, nicht mal diskutiert zu werden. Ja. Und so war das bei vielen Themen. Und das hat mich wirklich schockiert, dass diese nicht nur die inhaltlichen Fragen, sondern auch die Machtfragen so wirklich so unverschämt dort ausgetragen wurden. Ja? Und dann seitdem ist unglaublich viel passiert. Das weiß ich auch wegen dieser Erfahrung sehr, sehr zu schätzen. Aber es ist in dieser Zeit genau dadurch auch viel kaputt gegangen. 1993 sind viele aus dem Bündnis 90 nicht mit zu den Grünen gegangen, weil sie das irgendwie spürten, diese Kultur ist nicht meins. Frau Aras, Sie hatten sich einerseits zu Wort gemeldet, vielleicht auch nochmal ans Podium. Es ist hier wahnsinnig schwierig, über die Distanz mitzubekommen, wenn jemand unruhig wird und gerne direkt darauf reagieren würde. Fühlen Sie sich also frei und das gilt natürlich besonders für Sie, wo Sie zugeschaltet sind. Vielleicht darf ich noch eine kurze Frage mit auf den Weg geben. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, hatten Sie die ersten Berührungen zur Bürgerrechtsbewegung 1989 beim Bürgerrechtskongress in Dresden, wenn ich es mir richtig notiert habe. Das war ja sogar noch, bevor Sie Parteimitglied wurden, Anfang der 90er. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, wie Sie das wahrgenommen haben, dieses Aufeinanderprallen und was Sie dann auch selbst in die Partei gebracht hat. Ja, genau deshalb habe ich mich auch gemeldet, weil ich das so spannend und so interessant fand, was Marianne jetzt erzählt hat, weil genau so habe ich das damals erlebt. Ich bin 1989 als Vertreterin einer Initiative, die nannte sich Einwandererinneninitiative ins Rathaus. Uns ging es darum, dass Migrantenorganisationen in die Rathäuser gehen, damit mehr Partizipation kommt. Und ich war als Vertreterin bei diesem Bürgerrechtskongress, sondern zum ersten Mal überhaupt in Dresden und fand es irre spannend, was für eine Debattenkultur dort herrschte. Man hat ewig diskutiert. Das kannte ich so bei uns nicht, obwohl wir als Einwandererinneninitiative schon auch heftige Auseinandersetzungen mit der Grünen Partei hatten. Da habe ich auch gemerkt, dass anderswo heftiger und länger diskutiert wird. Insofern kann ich das nur bestätigen. Auch ich habe das so empfunden und daran muss ich gerade denken, als Marianne gesprochen hat. Hat Frau Bürtler Bündnis 90 auch das Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit, vorhin ist viel auch von den demokratischen Institutionen die Rede gewesen, bei den Grünen verändert, wenn Sie sich angucken, was sich da die letzten 30 Jahre getan hat, vielleicht auch das Verhältnis ein etwas schwieriger Begriff in der Partei, zur Nation, der Blick auf Deutschland? Na, da hat sich ja in der gesamten Gesellschaft einiges verändert, glaube ich. Und es ist immer sehr schwer, auch in diesen Fragen von den Grünen zu sprechen, weil es gab natürlich von Anfang an auch Personen bei den Grünen im Westen, die uns auch in diesen grundsätzlichen Fragen sehr nahe standen. Das war ja auch so ein Link, das mindestens so wichtig war wie die Bundestagsgruppe, damit wir überhaupt zusammenkamen. Also diese alten Beziehungen und die Leute, die bei den Grünen West offensiv sagten, unsere Partner in der DDR sind die Bürgerrechtsbewegungen und nicht die SED. Die hatten es auch nicht leicht in der Partei zu dieser Zeit. Ja, Petra Kelly musste dann ihr Porto privat bezahlen und so für die Briefe von uns. Und da lassen sich wirklich viele Geschichten erzählen. Also, was war der Ausgangspunkt Ihrer Frage? Entschuldigung. Wie sich
wie sich die grüne Geschichte durch die durch Bündnis 90 noch mal verändert hat oder hat auch das Verhältnis zu diesem Land. Natürlich, aber es ist sehr schwer zu sagen in diesen Jahren, wo sozusagen alle sich mit dem Thema deutsche Einheit auseinandersetzen und ihr Verhältnis zum eigenen Land neu bestimmten und so, dann den Prozess bei den Grünen zu unterscheiden von dem Prozess in der Gesamtgesellschaft. Ich glaube, das war etwas Umfassendes, dessen Teil auch die Entwicklung bei den Grünen war. Mhm. Bei einem sind wir uns ja sicherlich relativ schnell einig, wie Bündnis 90 die Grünen das Land verändert haben. Steinmeier hat da auch nochmal in seiner Rede darauf hingewiesen, das Land offener, vielfältiger gemacht, Ökologie einen Stellenwert gegeben, Frauenrechte, die stärker einen Platz fanden in der Debatte. Aber vielleicht können wir die Frage, und da würde mich auch eine Einschätzung von Ihnen allen dreien interessieren, umdrehen. Wie hat denn das Land die Grünen verändert? Also um an das Gespräch vorhin anzuknüpfen, glaube ich, das Land hat uns als Grüne gezeigt, dass es ohne die Gesellschaft nicht geht. Also die Grünen waren gefährdet, die Zukunft erfinden zu wollen. Also in der Anmaßung, wir erfinden die Gesellschaft neu. Und das funktioniert nicht. Deshalb ist es wichtig zu realisieren, dass das, was man verändern will, in gewisser Weise schon da sein muss. Und das hat auch was zu tun mit der Richtlinienkompetenz. Also die Richtlinienkompetenz hatten wir als Anspruch vom ersten Tag an. Deshalb sagt man ja auch heute völlig zu Recht, die Themen, die damals von den Grünen und mit den Grünen angestoßen wurden, sind heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir hatten aber nicht die Macht der Richtlinienkompetenz, worauf Robert Habeck im Wesentlichen Bezug genommen hat. Und das ist ein Unterschied. Also der Anspruch, sozusagen die Themen zu bestimmen, das Wesentliche sozusagen aus der Zukunft herauszulesen, also die Aufgaben aus der Zukunft heraus zu definieren, das war eigentlich von Anfang an unsere Stärke. Also nicht so sehr sich treiben zu lassen von den Ursachen in der Vergangenheit, sondern von dem, was einem als Aufgabe bevorsteht. Da gibt es auch wieder eine gewisse Analogie zwischen Ost und West. Also wenn man sich heute Politiker mit Erfolg ansieht, dann sind das Menschen, denen man anmerkt, sie haben ein Interesse an dem, was sie verändern wollen. Sie mögen ihre Stadt als Bürgermeister oder ihr Land. Und wenn man Menschen abspürt, dass es ihnen eigentlich egal ist, solange sich das nicht alles verändert hat, so wie man das will, dann wird das nichts. Man kann nur wirksam verändern, zu dem man ein positives Verhältnis hat, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch eine Erklärung für den heutigen Erfolg der Grünen, dass immer mehr Bündnisgrüne auch nicht nur ihren Frieden mit diesem Land gemacht haben, sondern auch ein positives Verhältnis dazu gewonnen haben. Dadurch nimmt man ihnen ab, sie mögen es, sie wollen es nur ein bisschen anders verändern, weitermachen, so, weil sie es mögen. Und bei uns war das insofern nicht gleich, aber ähnlich, als wir natürlich immer eine kleine verschwindende Minderheit waren als Opposition. Wir mussten uns auch nie um Mehrheiten kümmern. Das war ja egal. Wir mussten einfach nur, unser Bemühen war darauf gerichtet, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und wir brauchten dafür auch keine lauten Töne, so wie unsere Freunde im Westen. Und deswegen war das dann für viele auch ein Schock. Auch für mich, spätestens 1990 bei mir im Regierungsamt, bei anderen war es anders, mitzukriegen, aha, Demokratie heißt nicht, dass jetzt alles so passiert, wie ich das gut finde. Ja? Sondern ich muss mich mühen, ich muss Mehrheiten finden, ich muss überzeugen und so. Das wusste ich natürlich im Kopf, aber das zu erleben und auch mit der Frustration umzugehen, dass die Leute eben offenbar nicht einsehen, was gut für sie ist. Das war nicht einfach. Ja? Und da sind wir alle auch, glaube ich, ein Stückchen
bescheidener geworden, beziehungsweise vielleicht gar nicht bescheidener, sondern realistischer geworden. Haben gesagt, wenn wir wirklich demokratische Entwicklungen, also oder Entwicklungen, gute Entwicklungen auf demokratischem Wege vorführen, dann geht es nicht anders, als mit anderen Menschen zusammen irgendwie auf den Punkt zu kommen oder gemeinsame Projekte zu entwickeln oder so. Und das ist etwas anders gewesen, aber ich glaube, ein vergleichbarer Lernprozess. Mhm. Frau Aas, Sie wollten direkt darauf eingehen. Ja, genau. Also es hat natürlich sehr viele Facetten. Selbstverständlich hat das Land auch die Grünen verändert. Sie haben vorhin gesagt, sind die Grünen auch erwachsener geworden? Ja, klar, mit den Jahren bekommt man mehr Erfahrung. Und wir merken ja auch, dort, wo man Verantwortung für ein Land, für eine Kommune hat, dann muss man sich mit anderen Themen auch beschäftigen. Man bekommt eine andere Perspektive und ich kann das an mir selbst ausmachen. Seit ich dieses Amt der Landtagspräsidentin habe, beschäftige ich mich ganz anders mit unseren Institutionen, beispielsweise wie wichtig eine Verwaltung ist, wie wichtig der Rechtsstaat als solcher ist. Das war mir abstrakt schon klar. Aber jetzt in diesem Amt merke ich es, wie essentiell das für eine Demokratie ist, ein funktionierender Rechtsstaat, die Verfassungsorgane, staatliche Institutionen und so. Und das kriegt man mit, wenn man eben Verantwortung hat und eine andere Perspektive auf einmal hat und nicht nur auf seine eigenen Themen oder nicht nur aus der Perspektive seines Wählerpotenzials. Und man lernt, und wir haben gelernt, dass wir Zeit brauchen, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass wir Kompromisse brauchen, auch parteiübergreifend Bündnisse schmieden müssen, um weiterzukommen. Ich erinnere mich noch an Debatten. Ich war ja auch Fraktionsvorsitzende der Stuttgarter Grünen im Stadtrat. Es gab Phasen, dann sind die Grünen bei den Haushaltsverabschiedungen, haben die den gesamten Haushalt abgelehnt, weil ihre Anträge nicht durchgekommen sind. Ich meine, dann kann man keine realistische Politik machen, weil bis die Anträge der Grünen durchkommen, da bräuchte man ja die absolute Mehrheit. Und davon sind wir erstens weit entfernt. Zweitens sage ich auch, ehrlich gesagt, finde ich es auch ganz gut, dass wir in Deutschland, dass das ganz stark auf Koalitionen aufgebaut ist, unser System, weil das ein sehr viel breiteren Spektrum abbildet und da muss man eben Kompromisse eingehen. Insofern, das ist das eine. Und was ich auch in meinem Amt jetzt merke, nach fast 5 Jahren, ich bin ja in meinem Amt zunächst massiv angefeindet worden von einzelnen Abgeordneten, die mir das Recht abgesprochen haben, mich zur NS-Zeit zum Beispiel zu äußern. Und damit habe ich verstärkt angefangen, mich auch mit dem Grundgesetz auseinanderzusetzen. Und auf einmal merke ich, wow, wir haben solch eine wunderbare Verfassung und die Mütter und Väter, die dieses Grundgesetz kreiert haben, die waren ja so weitsichtig. Ich meine, die Gesellschaft und die Lebensentwürfe damals waren ja nicht so wie heute. Es gab nicht eine vielfältige Gesellschaft. Es gab in der Frauenfrage noch viele Themen, die noch gar nicht angesprochen waren. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Religionen und so weiter. All das haben wir. Und ich merke auf einmal, Mensch, jetzt, wo unsere demokratischen Institutionen, unsere Verfassungsorgane von Demokratiefeinden wirklich unter Stress geraten, angefeindet werden, jetzt geht es darum, diese Werte, dieses Grundgesetz zu verteidigen. Und ich persönlich bezeichne mich als Verfassungspatriotin und werbe für dieses Grundgesetz. Und ich habe sogar in meiner Amtszeit jetzt in diesen 5 Jahren eine neue Veranstaltungsreihe initiiert. Die nennt sich Wertsachen, was uns zusammenhält. Da gehe ich im ganzen Land in unterschiedliche Regionen und nehme jedes Mal einen Artikel aus dem Grundgesetz, diskutiere das mit den Bürgerinnen und Bürgern, habe immer ein sehr interessantes Podium mit Bundesverfassungsrichterinnen, mit Journalistinnen, mit Künstlern und so weiter. Und das Spannende ist, ich hätte
oder ich hatte viele kritische Stimmen, als ich diese Veranstaltung kreieren wollte. Da hieß es, wer interessiert sich schon dafür? Und nein, nach 5 Jahren und 10 Riesenveranstaltungen muss ich sagen, die Leute kommen hinterher zu mir und bedanken sich dafür und sagen, wow, so haben wir noch nie auf das Grundgesetz geblickt. Und ich nehme mir vor, dass ich mich mehr mit dem Grundgesetz beschäftige. Also insofern hat das Land uns als Partei, als Parteimitglieder auch so verändert, dass wir uns als Verfassungspatriotinnen sehen und dass wir für diese Werte und für dieses Land kämpfen und insgesamt eine positive Sicht auf das Land und seine Werte auch haben. Und da bin ich schon auch sehr froh, dass wir diese Entwicklung so genommen haben. Frau Bittler. Ich finde, das war eben ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie Übernahme von Verantwortung dann auch einen selbst verändert. Dass der Blick sich weitet und man die Dinge auch differenzierter ansehen kann, auch Menschen anders wahrnimmt. Ich habe das auch immer wieder so erleben können. Und ich denke, diese ganzen Veränderungen, über die wir gesprochen haben, haben auch damit zu tun, dass es immer mehr Menschen in dieser Partei gibt, die über kurze oder längere Zeit politische Verantwortung wahrgenommen haben. Also erstmal schon das Handwerk auch des Regierens, auch der Macht, muss man sagen, gelernt haben, aber auch als Personen sich bewähren müssen in der Frage, wie sie führen, wie sie Menschen wahrnehmen, wie sie Kompromisse befördern oder auch nicht, wie offen sie sind. Und ich glaube, dass diese Frage, wenn ich jetzt an die Zukunft mal denke, wir sitzen hier zwar wegen der Vergangenheit, aber ich gucke mal in die andere Richtung, dass die auch künftig sehr wichtig sein wird. Und man wird, das tut zwar der Basis manchmal ein bisschen weh, dass eine Partei denn doch nur nach 5 oder 7 oder 12 Personen beurteilt wird, die im Scheinwerferlicht stehen. Aber das braucht eben auch allergrößte Sorgfalt, dass wir, also sollte das eine Beteiligung an der Bundesregierung geben, wird alle Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, wie agieren die denn nun? Halten sie sich sozusagen an ihre eigenen Ansprüche und so? Und ich glaube deswegen, wir müssen es ja bloß mal sehen, was das für ein unglaublicher Politikwechsel war von Kohl zu Merkel. Und das war keine Frage von Programmen oder Parteitagsbeschlüssen. Das war einfach eine Frage von Persönlichkeit, Glaubwürdigkeit, von Bescheidenheit, also diese Dinge, ja. Und wenn ich einen großen Wunsch habe, ist denn, dass die Leute, die künftig dann die Bündnisgrünen auf einer solchen Ebene vertreten, dass die auch als Personen, nicht nur inhaltlich, sondern auch als Personen das einlösen, wofür wir stehen. Frau Arras, Sie haben es schon angesprochen, Sie bezeichnen sich als Verfassungspatriotin. Claudia Roth, Ihre Parteifreundin, hat sich auch schon mal als Verfassungsschützerin bezeichnet. Es gibt, glaube ich, kaum eine Partei, die im Moment so oft auf das Grundgesetz verweist. In dem Podcast, der für diese Veranstaltung produziert wurde, spricht Roman Schmidt von der Böll-Stiftung von einem Gestaltungsoptimismus und davon, dass die Grünen diejenigen seien, die eigentlich das stärkste Zutrauen mittlerweile in das parlamentarische System und seine Institutionen hätten. Eine Rolle, die sie in ihrer Gründungszeit den Institutionen ja sicher nicht unbedingt zugesprochen hätten. Armin Assee sprach diesen Aspekt auch nochmal an, das Schützen von Institutionengerüsten. Frau Arras, Sie erleben es ja auch, selbst haben Sie ja gesagt, persönlich irgendwie die Angriffe durch die Feinde einer liberalen Demokratie. Abgesehen davon, dass Sie sich stark aufs Grundgesetz berufen, versuchen es zu verteidigen. Was können Sie tatsächlich diesen Angriffen entgegensetzen, wenn sich Leute plötzlich nicht mehr an die Spielregeln einer parlamentarischen Demokratie halten und das nicht akzeptieren? Was ist da die Antwort der Bündnisgrünen drauf? Also ich glaube, entscheidend ist, dass wir einfach klammern, dass wir trotz aller Angriffe, das ist meine persönliche Devise, dass wir trotz aller Angriffe anständig und respektvoll miteinander umgehen. Ich weigere mich, mich an die Verrohung der Sprache zu gewöhnen. Und ich finde, wir sollten uns nicht auf dieses Niveau herablassen. Das ist das eine. Das andere ist, wir dürfen auch nicht vergessen, die Mehrheit der Gesellschaft
steht für die Werte einer offenen Gesellschaft, steht für die Werte dieses Grundgesetzes. Nur weil manche schrill und laut sind, heißt es nicht, dass sie die Mehrheit abbilden. Und ich glaube, wir müssen einfach auch lernen, stark hinzustehen und zu sagen, die rote Karte zu zeigen, zu sagen, hier ist die Grenze überschritten und Stoppschild zu zeigen. Ich glaube, das ist so unsere Aufgabe. Und das Schöne ist, ja, ich werde tatsächlich von einzelnen Abgeordneten massiv angegriffen. Und ich mache aber die schöne Erfahrung, dass ich in der Gesellschaft einen unglaublichen Zuspruch habe. Für die Gesellschaft bin ich ein ganz selbstverständlicher Teil und sie bedanken sich für meine Arbeit und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament unterstützen mich. So schwierig die Debatten manchmal sind, gibt es auch Sternstunden in diesen Debatten, wenn man dem nämlich merkt, dass zum Thema Europa, wenn es um Antisemitismus geht, wenn es darum geht, sich gegen Hass und Gewalt entgegenzustellen und unsere demokratischen Institutionen, die staatlichen Institutionen zu verteidigen, dann ist es auch schön, wenn der Schulterschluss parteiübergreifend hinsteht und wenn dort klare Beschlüsse kommen. Ich finde, das ist ein deutliches Zeichen und das macht mich auch zuversichtlich. Und im Übrigen sage ich immer, wir alle, also wir dürfen das nicht nur der Politik überlassen, die Verteidigung unseres Grundgesetzes, unserer Werte. Wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und das Grundgesetz geht vom mündigen Bürgerin und des mündigen Bürgers aus. Und wir müssen alle auch Zivilcourage zeigen, wenn es um die Verteidigung dieser Werte geht. Und da ist jeder von uns dazu aufgerufen. Und wie gesagt, ich finde, wir sollten einfach anständig und respektvoll und mit Fairness miteinander umgehen. Und am Ende des langen Tages bin ich zuversichtlich, dass Anstand und Respekt gewinnen wird. Herr Beckmann, Ihre Partei wird ja nicht nur herausgefordert durch Angriffe der AfD, sondern es gibt auch eine ganz neue Auseinandersetzung. In Ihrer Geschichte haben die Grünen Auseinandersetzungen mit Fragen erzwungen, die bis dahin in der parlamentarischen Demokratie kaum vorkamen. Die ökologische Frage, Gleichberechtigung etc. Mittlerweile sind Sie in einer ganz anderen neuen Rolle, dass Sie sich neu verteidigen müssen, erklären müssen, rechtfertigen müssen gegenüber einer neuen Bewegung, Fridays for Future, einer Klimabewegung, die auch kritisch drauf schaut, was in Regierungen passiert, an denen die Grünen mitregieren. Kann Ihre Partei damit gut umgehen? Sind Sie darauf vorbereitet, auf dieses Neue sich erklären müssen? Also ich glaube und ich hoffe auch, dass wir damit insofern umgehen können, als dass wir die Fragen an die Grünen für berechtigt halten. Es gibt uns jetzt 40 Jahre. Die Anzahl der PKWs hat sich mehr als verdoppelt. Die Anzahl der LKWs hat sich fast verdreifacht. Die Anzahl der Flüge hat sich vervielfacht. Und so weiter. Das ist doch keine so richtige Erfolgsgeschichte. Doch, natürlich gibt es Erfolgsgeschichte, aber wenn heute 18, 20, 22-Jährige auf die Grünen schauen, mit einer Geschichte von 40 Jahren, in dem Alter sind 40 Jahre eine lange Zeit. Und wenn sie dann auch realisieren, dass wir auf Bundesebene, dass wir in vielen Landtagen mitregiert haben, da ist die Erklärung, dass wir ja nie die Mehrheit hatten, nicht hinreichend. Sie ist zwar richtiger Teil der Begründung, aber sie ist nicht hinreichend. Und insofern ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt bezogen auf die Bündnisfrage, dass wir uns nicht nur orientieren auf Bündnisse mit Institutionen, also dass wir uns besser verständigen mit den Gewerkschaften oder mit den Kirchen oder mit anderen Verbänden, sondern dass wir im Zentrum das Bündnis mit den Bürgerinnen und Bürgern immer in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Denn diese Institutionen haben ähnliche Probleme wie die anderen Parteien auch. Man spricht bei diesen Institutionen ja nicht von Volksinstitutionen, aber natürlich gibt es viele,
die nicht mit der Zeit gegangen sind und die sich eigentlich heute schon überlebt haben und an den Zukunftsfragen nicht wirklich dran sind. Ich würde gerne jetzt noch die Fragen aus dem Publikum auch mit einbeziehen. Da geht es auch noch mal um die Verantwortung für die Demokratie. Und die heißt eben auch Beteiligung. Deshalb die Frage an Sie drei, was sind Ihre Ideen für die Stärkung der Demokratie? Stichwort Bürgerräte war ja jetzt zuletzt in der Diskussion. Wie kann das aussehen an Sie drei? Mögen Sie vielleicht anfangen, Herr Beckmann? Ich halte die Einführung von Bürgerräten auf nationaler Ebene, auf regionaler, aber auch auf kommunaler Ebene für eine wirkliche Errungenschaft. Also das, was an Erfolgen einfach da ist aus Irland und jetzt auch aus Frankreich, England mit den Klimabürgerräten, halte ich für einen ganz wichtigen Gesichtspunkt, weil hier versucht wird, etwas zusammenzuführen, dialogisch zusammenzuführen, was man sonst aus rein parteipolitischen Interessen nicht so einfach zusammenkriegt. Das ist die eine Seite. Man muss aber auch sagen, dass der Erfolg in Irland mit den Bürgerräten nicht zuletzt dadurch entstanden ist, dass es nach der Vorgabe, also nach dem Beratungsergebnis, ein Referendum gab. Das heißt, die Bevölkerung hat darüber entschieden. Und diese Kraft, die sich daraus entwickelt hat, ist für mich der eigentliche Erfolg auch der Bürgerräte. Denn auch hier gilt in dem Augenblick nicht nur bezogen auf das Amt der Parlamentspräsidentin oder das Amt der Ministerin, sondern das gilt auch für Bürgerinnen und Bürger. In dem Augenblick, wo ich Verantwortung übertrage, wächst das Verantwortungsbewusstsein und verliert der Stammtisch an Bedeutung. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es gut ist, wenn wir in einigen Jahren auch die Möglichkeit haben, auf Bundesebene zu einzelnen Sachfragen durch Volksbegehren, Volksentscheide, Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Erfahrung auf Länderebene. Das ist übrigens auch ein wesentlicher Erfolgsbereich der Bürgerrechtsbewegung in Ostdeutschland. Wir haben damals das dreistufige Verfahren in allen Landesverfassungen verankern können mit bündnisgrüner Unterstützung. Im Zuge davon gab es auch Reformprozesse beziehungsweise zum Teil erstmal überhaupt die Einführung von Volksentscheiden auf Länderebene. Die kommen ja längst nicht alle zum Zug. Aber allein die Tatsache, dass es sie gibt, verändert Politik und schafft eine Art von gesellschaftlicher, politischer Bildung auf einer breiten Ebene, die man sonst nicht hat. Das ist eine Frage, die ja auch schon bald im November auf dem Grünen Parteitag diskutiert werden kann. Da geht es ja um das Grundsatzprogramm, das neue. Nochmal Stichwort Stärkung der Demokratie an Sie beide. Vielleicht in dem Fall Frau Arras einmal den Vortritt, würde ich einmal den Vortritt lassen. Dann Frau Birtler. Ja, als Parlamentspräsidentin bin ich natürlich ganz klar eine Verfechterin der parlamentarischen Demokratie. Aber selbstverständlich brauchen wir Bürgerbeteiligungselemente. Und ich kann hier ein ganz konkretes Beispiel aus Baden-Württemberg bringen, wo uns die Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerforum ein sehr gutes Ergebnis gebracht hat. Und zwar ging es damals darum, das Parlament hatte in einem Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet, dass die Abgeordneten zur Staatspension zurückkehren. Es gab heftige Kritik in der Presse und in der Gesellschaft. Dann hat man das Gesetz wieder zurückgenommen. Und dann ging es darum, ich hatte die Bitte, den Auftrag bekommen, ein Expertengremium einzuberufen, um diese schwierige Frage zu lösen. Ich habe gesagt, ich mache dieses Expertengremium nur dann, wenn ich auch ein Bürgerforum einbringen kann und wenn das Ergebnis offen ist. Und das ist das Entscheidende. Wir haben dann zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die diese Gesellschaft widerspiegeln, also unterschiedliche Altersgruppen, Geschlechter, Berufsgruppen und so weiter. Und die hatten wirklich eine starke Unterstützung. Und ich war wirklich unglaublich beeindruckt, nicht nur ich, mit welcher
mit welchem Zeitaufwand diese zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger sich mit dieser komplexen Materie auseinandergesetzt haben. Und letztendlich haben sie ein Ergebnis geliefert. Das Ergebnis ist in das Expertengremium eingeflossen. Und am Schluss haben wir einen Vorschlag aus diesem Bürgerforum umgesetzt, im Landtag verabschiedet. Die hatten mehrere Abschichtungen und wir haben einen Vorschlag daraus genommen. Und damit hat das zur Befriedung dieses ganz schwierigen Themas geführt. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel, dass die Politik überhaupt keine Angst vor Bürgerbeteiligung haben muss, sondern das ist eine Bereicherung und das kann auch wirklich helfen, ganz schwierige Verfahrenssituationen wieder zu befriedigen und letztendlich zu einem guten Ergebnis zu führen. Insofern klar, mehr Bürgerbeteiligung auf jeden Fall. Also ich teile die Auffassung, dass solche diskursive Bürgerbeteiligung einen großen Wert darstellt. Aber ich bin wie Lukas Beckmann der Auffassung, dass wir auf diese Elemente Volksbegehren, Volksentscheid nicht verzichten sollten. Natürlich unter der Voraussetzung, dass dadurch nicht die Rechte von Minderheiten oder die Werte unserer Verfassung oder Institutionen und Verfahren unserer Demokratie beschädigt werden. Das ist natürlich von großer Bedeutung auch, kann man das eine oder andere auch über Quoren regeln. Und der Brexit ist kein abschreckendes Beispiel, wenn ich einmal kurz dazwischen fragen darf. Der Brexit ist da kein abschreckendes Beispiel aus Ihrer Sicht? Naja, Demokratie heißt nicht, dass immer das passiert, was ich für richtig halte. Ja? So, dann kann ich ihn nochmal wiederholen. Aber natürlich muss man sich jetzt auch dagegen absichern, dass nicht durch die sozialen Medien eine öffentliche Debatte zu einer Streitfrage total verzerrt wird und so. Ich glaube aber, dass diese Punkte, die vielleicht manche Leute dazu veranlassen, davor zurückzuschrecken, dass man die offen anpacken muss und klären muss, was kann man da machen. Dann halte ich das für richtig und die Erfahrung in den Ländern zeigt ja auch, dass es gar nicht so einen überbordenden Missbrauch geben würde von solchen Volksentscheiden. Das ist ja zahlenmäßig begrenzt, macht ja auch eine Menge Mühe und Arbeit. Und meistens waren solche Entscheidungen auch der Motor für ganz lebendige Debatten in der Öffentlichkeit. Ja. Also insofern würde ich mir das wünschen. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also das direkte Gespräch mit Menschen, das, was Sie vorhin aus dem Landtag erzählt haben, also so eine Art Katechismus des Grundgesetzes, sowas finde ich auch sehr schön. Also es passiert ja bei uns nur in den Schulen, aber ich glaube, die Erwachsenen, die könnten das manchmal auch ganz gut gebrauchen. Und ansonsten würde ich noch mal sagen, diese Veranstaltung heißt, was ist die grüne Erzählung von Veränderung, kann man ja so nennen, aber ich hätte gesagt, auch die grüne Erzählung des Bewahrens. Wir haben heute auch sehr viel von Bewahren gesprochen und das ist spätestens heute sehen das, glaube ich, viele ein, mindestens so wichtig wie verändern. Mhm. Ja. Wir haben viel über die Vergangenheit gesprochen. Es ging ja jetzt auch um grüne und bündnisgrüne Geschichte. Ich würde gerne aber auch nochmal auch das ein Wunsch aus dem Publikum nochmal ein bisschen Blick in die Zukunft werfen. Was man auch aus dieser Geschichte und aus dieser neuen Rolle der Grünen lernen kann oder was für neue Erwartungen an die Grünen vielleicht auch gestellt werden. Was steht jetzt aus Ihrer Sicht an für die Partei? Was ist der nächste Schritt? Mögen Sie anfangen, Frau? Oder? Ja. Der nächste Schritt ist, wichtige Wahlen die zu gewinnen. Aber die Richtlinienkompetenz zu erlangen, Richtlinienkompetenz, um das wieder aufzugreifen. Die mit Macht zu füllen. Aber die entscheidende, ich glaube, die nächsten entscheidenden Schritte sind ja, also nicht mit wem, sondern mit was erreichen wir Richtlinienkompetenz mit Macht? Also was ist der inhaltliche Rahmen? Und da sehe ich einerseits eine breite
programmatische Weiterentwicklung in sehr vielen Feldern, auch in den Bereichen Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik, wo wir einen weißen Fleck haben. Das ist der Bereich der Ökologie, Wirtschaft und Finanzwirtschaft verbindet. Wenn man das mal zurückgeht, der Gründungsimpuls der Grünen hängt unmittelbar auch zusammen mit dem Bericht vom Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Auch wenn der Bericht heute etwas anders gelesen wird als damals, aber die Grundbotschaft ist ja nicht falsch. Und wir haben heute nicht wirklich eine Antwort, und nicht nur wir nicht, sondern die gesamte Gesellschaft hat keine Antwort auf die Frage, wie sichern wir soziale Sicherheit bei gleichzeitigem Verlust von Wachstum im traditionellen Sinne. Und das ist eine Aufgabe an uns alle. Und ich wünsche mir, dass die Grünen an diesem Punkt stärker vorangehen. Wir müssen über das Verhältnis von Arbeit, Einkommen und Eigentum offensiv sprechen, ohne in die Falle von alten Diskussionen zu laufen. Aber diese Gerechtigkeitsfrage ist eine Frage, die heute in der Breite der Gesellschaft gestellt wird und wo meines Erachtens die Öffentlichkeit sich zunehmend Richtlinienkompetenz erobert, ohne dass es eine konkrete Form kriegt. Und das halte ich für gefährlich. Wir müssen auch als Grüne Partei darauf achten, notwendige Diskussionen nicht so lange gestaltungsfrei zu lassen, bis sie sich möglicherweise in eine falsche Richtung entwickeln und von anderer Seite definiert werden. Frau Arras, wo sehen Sie die Aufgabe, die Rolle, die Themen? Ja, es gibt für mich zwei Perspektiven. Zum einen parteiintern. Wir wachsen ja oder sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und wachsen weiter. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viel Druck aus der Mitgliedschaft, denen es alles nicht schnell genug geht, die auch wirklich stärker beteiligt werden wollen. Also das ist die eine Geschichte. Und gesellschaftspolitisch sind für mich auch die sozialen Fragen ganz stark. Da müssen wir Antworten finden. Und auch da lohnt sich der Blick ins Grundgesetz. Lukas hat gerade das Thema Eigentum genannt. Dort heißt es nämlich in Artikel 14 schön, Eigentum verpflichtet. Und ich kann das auch wieder aus meiner Stadtratstätigkeit aus Stuttgart sagen. Es gab eine Zeit, da hat man zum Beispiel sozial geförderten Wohnraum, eher wenn die Belegungsfristen abgelaufen sind, hat man die abgeworfen. Man hat sogar städtische Immobilien verkauft nach dem Motto, der Markt wird es richten. Also der Neoliberalismus der 90er Jahre. Und wir merken heute in ganz Deutschland, nicht nur in den Ballungszentren, aber dort ganz stark, dass das Wohnen inzwischen ein Riesenthema ist für alle gesellschaftlichen Schichten. Und ich finde, Städte, Gemeinden, in denen nicht alle Menschen, egal wie groß der Geldbeutel ist, egal welches Einkommen man hat, wenn man sich da Wohnen nicht mehr leisten kann, dann sind diese Städte und Gemeinden nicht mehr lebenswert. Und die Aufgabe der Politik ist, Rahmen zu setzen, Rahmenbedingungen, damit es wieder möglich wird. Und da uns immer wieder auch daran zu erinnern und auch die Antwort darauf zu geben, was heißt denn das? Wir sind ja auch eine soziale Marktwirtschaft. Und da, glaube ich, müssen die Grünen hier auch stärker Antworten geben. Und da komme ich wieder, wie gesagt, auf meine Lieblingslektüre. Das Grundgesetz hilft auch hier weiter. Ich setze mal noch einen Gedanken daneben, keinesfalls dagegen. Wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, wo die Direktkandidaten gewählt werden und die Listen zusammengestellt werden. Da entscheidet sich ja sehr viel. Und anschließend an das, was ich vorhin sagte über Politikerpersönlichkeiten, ich teile die ja immer so in zwei Gruppen. Die einen sind die, die jegliches Thema benutzen, um ihre Macht auszubauen. Und die anderen sind die, die ihre Macht benutzen, um Themen voranzubringen. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Kandidatinnen und Kandidaten zu der
zweiten Gruppe gehören. Also Menschen, die zur Macht Ja sagen, auch zu ihrer Verantwortung, aber die genau wissen, dass das nicht der Zweck ist, sondern das Instrument, damit ich inhaltlich was bewege. Okay. Ich darf meinem Podium ganz herzlich für die engagierte Diskussion danken, für viele interessante Einblicke, nehme selbst nochmal als Empfehlung vielleicht auch an Sie zu Hause, die diese Diskussion verfolgt haben, als Lektüreempfehlung mit das Grundgesetz, lohnt sich immer mal wieder, bietet Anlass und Anstoß für zahlreiche Diskussionen. Ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank Ihnen dreien für die Diskussion.